Zurück zu einer neuen Folge Minecraft Let's Build. So, wir sind immer noch an unserem aktuellen Bauprojekt hier zugange. Ich habe schon mal ein bisschen was vorgearbeitet. Ihr kennt mich ja. Ich habe mal schon mal hier den schönen Parkettboden reingesetzt. Dann habe ich hier die Mauer reingesetzt. Dann sieht man wenigstens, dass das eine Doppelhaushälfte ist. Von oben vor allen Dingen. Seht ihr, zwei Häuser. Und hier machen wir jetzt eben mal den Boden rein. Das ist ganz gut. Ich brauche hier keinen Boden ausheben. Ich kann hier direkt den Boden so reinsetzen. Weil das passt mit der Tür auch ganz gut. Ich hätte natürlich jetzt auch eine Treppe machen können und den Boden rausnehmen können komplett, aber das wäre ja doppelte Arbeit. Das habe ich eigentlich selten, dass ich so den Boden so schön reinsetzen kann. Eigentlich muss ich immer den Rasen rausrupfen, um einen neuen Boden reinzusetzen. Naja, naja, naja. Mir gefällt es auch so mal. Ja, kleine, gemütliche englische Häuser hier. Sieht so ein bisschen englisch angehaucht aus, finde ich immer. Hier mit den ganzen Ziegeln und so. Das erinnert mich irgendwie daran. So, hoppala, bleibe ich hinten im Arsch an der Wand hängen. Aber kein Problem, bücken wir uns einfach ein bisschen. Sind ja Gelenke hier. Und zack, ist der Boden auch drin, wunderbar. Ja, dann würde ich mal sagen, dann machen wir jetzt mal die nächste Etage rein. Ich muss mal gerade vertrauen. Ja, ich muss nämlich gerade gucken. Ich muss erstmal den Boden reinsetzen. Genau, und dann machen wir den anderen hier drüber. So machen wir das, glaube ich, so. Weil das sieht ja sonst merkwürdig aus, wenn wir jetzt nach oben zur Decke gucken. Wir haben gleich hier diesen Parkettboden da. Nee, das passt ja nicht. Die Decke, die muss ja schon anders sein. Und wir haben ja genug Höhe hier, das seht ihr. Das ist hier alles schön hoch genug, das passt schon. So, eine Treppe brauchen wir dann nämlich auch noch, die hier hochführt. Gucken, wie wir die machen. Erstmal mache ich mir den komplett den Boden rein, das mache ich immer so. Und dann gucke ich von unten, wo ich die Treppe hinsetze und mache dann halt ein Loch hier in die zweite Etage. So gehe ich eigentlich immer vor. Also oft. So. Ja, Treppen bauen, da kann man sich ganz schön manchmal vertun. Also es ist nicht ganz so einfach, muss ich manchmal sagen. Vor allen Dingen, wenn das Gebäude viele Kurven hat, wo die Treppe rumführen muss und so, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Hoppala. So, jetzt dürfen wir gleich mal eine Etage tiefer gehen. Obwohl gar nicht. Wir setzen erstmal den Boden hier rein. Wenn wir gerade schon mal hier sind. Ich finde, der Boden passt ganz gut hierzu, so zum Kontrast. So ein bisschen stärkere Farbe und hier dieser Quarz, ein bisschen so heller. Das passt schon ganz schön. Ich muss mal gucken, was das für eine geile Aussicht gerade hier ist. Richtig schön hier. Nice. Man muss sich ja vorstellen, ich spiele ja jetzt in den Kreativmodus. Da kann ich ja hier hochfliegen, ihr seht da, runterfliegen, kommen überall direkt drauf. Aber wenn ich jetzt in den normalen Modus spiele, dann kann ich nur so hüpfen und mich nur halbwegs eingeschränkt bewegen. Deswegen muss das hier alles ganz gut klappen, weil ich lege das ja so aus, dass man das nicht im Kreativmodus hier am Spielen ist. Kreativmodus ist nur komplett zum Bauen da. Und dieser ganz normale Modus. Ich weiß gar nicht, wie man den jetzt nennt, aber ihr wisst, was ich meine, wo man nicht fliegen kann und so, der soll ja für die Stadt ausgelegt sein oder die Stadt soll dafür ausgelegt sein. Das heißt, man soll überall hochkommen und so, ohne Probleme. Ja. Alles schon so bedacht. Zack, komm, Boden rein hier. Oh Gott, da freut sich doch der Fliesenleger. So viel Arbeit hier. Viel Arbeit, viel Geld. Oh, schönes Räumchen, muss ich sagen. Ja, schick, schick. So, jetzt gehen wir mal einmal rüber geflogen. Jetzt bauen wir mal. Oh, ist das hier dunkel drin? Alter Falter. Ach, hier übrigens oben habe ich noch gar nicht erzählt, das sind Glowstone-Blöcke. Die leuchten dann so runter, ne? An beiden Seiten. Da hinten habe ich das genauso. So, erstmal rein in die. Boah, ist das hier dunkel. Wir werden erstmal ein bisschen Glowstone verteilen. Ja, komm, machen wir mal hier so zwei Blöcke rein. So, dann kommt die Treppe, die Treppe, die Treppe, die Treppe. Die Treppe, wie bauen wir. Ich glaube, ich baue die. Baue ich die Treppe. Ne, ich baue die weiß. Ich baue die weiß. Ich wollte gerade überlegen, ob ich die hier als Parkett baue. So. Ganz simpel und einfach hier. Ich brauche ein Loch. Oh, ich sehe gar nichts. Alter. Ach ja, wir haben ja doppelt. Ich dachte gerade, wo bleibt das Licht? Wir haben ja doppelten Boden hier drin. Ich muss noch mehr abreißen. Ich muss mal einmal kurz ein bisschen höher. So, Doppel M.
Bin ich nicht ganz an der Wand dran? Doch. Ach so, die muss ich auch noch abreißen. Hoppala. Sorry, das muss ich auch noch abreißen. Da seht ihr, was hier für ein großes Loch geschaffen werden muss schon. So reicht doch das, ne? Zack, zack. So, so. Ja, komm, so müsste das passen. Ich überlege jetzt gerade, mache ich jetzt hier noch zu? Muss noch gerade was schauen. Ja, ich denke schon, das machen wir hier wieder zu. Hoppala, verkehrt. So, voilà. Und hier ist schon die Treppe. Stoßen wir uns den Kopf hier. Sieht das ein bisschen komisch aus? Ja, sieht ein wenig komisch aus. Oh, stimmt, ich muss noch Treppenstufen reinmachen. Der läuft ja so automatisch nicht hoch. So, so sieht das schon ein bisschen besser aus. Ja. So, Treppenstufen, 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 Treppenstufen. Zack, zack. Quarzstufen meine ich. Ach, ich wollte gerade sagen, ist das kein Quarzblock hier? Der sah gerade ein bisschen zu hell aus. Aber es liegt gerade an den Lichtverhältnissen ein bisschen. So, so. Weil wie ihr seht, jetzt gehe ich in den normalen Modus. Hier können wir jetzt so richtig schön hochlatschen. So zack, 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 zack. Ohne Probleme. Ja, super. Ist der erste Treppenaufgang schon geglückt. Hier setzen wir mal ein paar Glowstone-Blöcke rein. Komm, mach mal zwei so. Setzen wir mal zwei so rein. Das dürfte als Lichtquelle reichen. Hier unten brauchen wir nicht ganz so viel Lichtquelle. Wir haben nur ein großes Fenster. Die Treppe, das muss hier weg, ne? Ja, jetzt sieht die gleichmäßig aus. Oh, hier haben wir auch noch was weggehauen. Da muss noch was hin. So, es muss alles seine Richtigkeit haben. Ja, wunderbar. So, die Etage ist eigentlich schon fertig. Hier werde ich dann noch ein schönes Dach drauf knallen. Mit diesem braunen, ich weiß gar nicht, Fichtenholz ist das, meine ich. Ist das Fichtenholz oder erzähle ich jetzt Müll? Mal gucken. Ja, Fichtenholz ist das. Hier müssen wir jetzt auch nochmal. Das machen wir aber gleich. Wir gehen erstmal zum Vorgarten. Bisschen flexibel sind wir hier mit dem Bauen. Wir werden jetzt erstmal hier den Garten ein bisschen umflügen. Ich brauche, wo ist das? Genau, dieses Grün. Grüne Wolle. Das andere Grün ist so hell. Wir werden jetzt mal ein wenig den Rasen mähen. Ich bin gerade überlegen, welche Richtung, wie wir den mähen. Ach komm, machen wir das so. Streifenförmig von links nach rechts, machen wir das so. Oh, wow, 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 was ist mit mir denn los? Da bin ich aber jetzt mal richtig ausgebrochen gerade. Muss ich gleich wieder in Ordnung bringen. Darf ja nicht so bleiben. So, zack, zack. Einmal zumachen wieder. So. Oh, ganz so viel zu mähen ist hier gar nicht. Hä? Das gefällt mir das so? Nee, das sieht komisch aus. Wie so dicke Streifen da drin. Hä? Warum sieht das denn jetzt so komisch aus? Sieht doch eigentlich mal geil aus. Ist da was? Das nehmen wir hier raus. Ich glaube, in dem Fall belassen wir das so. Den Naturboden. Packe ich einfach ein paar Blümchen rein. Ich glaube, das ist wesentlich besser. Doch, ich belasse das so. Bisschen naturbelassener. So, komm, jetzt machen wir dafür mal ein paar Blümchen hin. Blümchen, Blümchen, Blümchen. Boah, der Nachbar kriegt aber andere Blumen. Das wäre ja ein bisschen spießig, wenn er jetzt dieselben Blumen kriegt. So. Zack. Setz mal hier mal so welche rein, so für den Eingang. Ja, es sieht besser aus, wenn ich den Rasen so lasse. Das andere ist too much. Ja, schick. Oder mache ich hier noch mehr rein? Ich bin gerade irgendwie überlegen. Nee, komm, das lassen wir so. Das reicht. Übrigens, beide Türen sind offen. Genau dieselbe Tür. Man sieht, hier hat einer gewerkelt, der alles gleich baut. So, erstmal wieder den Boden rein. So war das doch. Zack, hier oben auch. Das geht eigentlich recht schnell. Also die Gebäudegröße oder die Flächengrößen sind hier nicht so mega. Da habe ich schon wesentlich größere Gebäude gebaut. Dip, dip, dip. Aber es kommt ja nicht auf die Größe an. Ich finde immer Individualität ist richtig. Genau, das wollte ich sagen. An Gebäuden, das finde ich sehr wichtig. Dass nicht alles gleich aussieht. Das ist einfach dann viel zu langweilig. Deswegen jedes Wohnhaus will ich verschieden oder anders bauen.
Zuck. Oh, es wird schon wieder dunkel. Es wird schon wieder dark. The Dark Knight. Aber ist ja nicht schlimm. Können wir schön hier in unserem neuen Haus pennen. Ja, wenn wir nachts hätten, können wir noch ein bisschen was tun hier. Und mit dem. Hä? Ne, hier habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Nein, hier habe ich einen Fehler gemacht oder was? Scheiße, ich habe hier echt einen Fehler gemacht. Der Boden muss eins tiefer. Boah, da habe ich jetzt gar nicht. Hä? Könnte mir das denn jetzt passieren? Ich als Super Pro, was geht hier ab? Was ist das denn da? Ach, die Tür. Sah gerade so komisch aus von oben. Ja, komm, legen wir uns erstmal pennen hier. Anscheinend wird es Zeit, dass wir uns in die Kiste legen. Wenn wir schon so welche Fehler hier einbauen. Den Boden falsch gesetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja. Ist ja nicht so eine Mega-Fläche, wo man sich richtig ärgern würde. Dann baue ich das halt eben wieder hier ab. Kein Problem. Ich könnte hier so einen TNT-Block reinsetzen, aber dann kann ich das halbe Haus neu bauen. Blub, 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 blub. So, komm, machen wir schon mal ein bisschen den Boden rein. Hier muss der hin. Ist das denn genauso? Nee. Nee, nee, nee. Oder? Doch, das ist genauso. Nee, eben nicht. Doch, das ist genauso. Doch. Was habe ich denn jetzt hier für einen Denkfehler? Ich habe mir gerade dieses Fenster angeguckt. Hier haben wir einen Block frei. Ist das hier genauso? Ja, das ist genauso. Ach Gott. Okay, besser so falsch gedacht, als wenn wir jetzt die beiden Etagen komplett falsch gebaut hätten. Das wäre natürlich fatal gewesen. Da hätte ich vieles hier korrigieren müssen. Das wären viel größere Schritte gewesen. Okay, so stimmt es wieder. Oh, ich bleibe hier irgendwo wieder hängen. So, weg mit dir. Du bist ein bisschen zu hoch gewesen. Es muss schon alles gleich sein. Auch wenn man nicht unbedingt in die Häuser reinguckt. Aber man kann hier reingehen. Die sind ja begehbar. Und wenn das dann auffällt, oh mein Gott. Das gibt dann direkt eine Haftstrafe hier von 70, 80 bis 100 Jahren. So, hier auch noch. Ah, die Etage kriegen wir auf jeden Fall noch fertig in dieser Folge. Wie lange nehme ich denn schon wieder auf? Ah, naja, es geht. Es geht, es geht, es geht. Es geht, was geht. Hoppala. So. Den Boden noch rein. Auf jeden Fall in der nächsten Folge wird dieses Haus fertiggestellt sein. Das wird auf jeden Fall der Fall sein. Weil dann ist das schon die dritte Folge von diesem Haus. Und ich habe immer so gedacht, so spätestens die dritte Folge sollen die Objekte fertig sein. Das heißt immer, ich muss auch viel offline arbeiten oder bauen. Ich habe im Moment sowieso so arschviel zu tun hier. Wenig Zeit manchmal, so viel zu bauen. Ja, im Moment habe ich auch noch ein neues Projekt dazugenommen. Diese Mega-Projekte von Minecraft. Da bin ich auch übelst lange immer am Bauen dran. Da muss ich mal gucken, wie lange ich das so oder wie ich das so vereinbaren kann alles. Im Moment habe ich sehr viel zu tun. So, die Etage haben wir auch fertig. Dip, 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 dip. Ja, und wieder dip, 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 dip. Ja, ich weiß, ich sage das ganz schön oft. Wo haben wir denn die Treppe hingebaut? Die möchte ich auch genauso haben wie hier. Ach so. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Fünf frei und dann habe ich den Block gesetzt. Und direkt an der Tür dran. Ne? So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf frei. Oh, ist das hier dunkel. Ich muss hier erstmal auch nochmal für Licht sorgen. I need light. I need Cola light. So. Oh mein Gott. Jetzt darf ich erstmal wieder Löcher buddeln. Zack. Oh, hallo, Herr Nachbar. Da bin ich ein bisschen zu weit reingekommen. Hier war die Treppe, ne? War das so? Das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Sorry, ich musste kurz niesen. Oh, es kribbelte so richtig in der Nase. Das müssen wir auch noch wegmachen. Bleib hier hängen. Hallo?
So, das kriegen wir noch so hin, ne? So, so. Haben wir hier auch nur zwei frei gehabt? Ach, können wir eben nebenan gucken. Ja, tatsächlich. Oh ja, hier kann man es genau sehen. Ist exakt dasselbe. Spiegelverkehrt. Ah, ist schon ganz cool. Ja, Leute, ich würde sagen, die Zeit ist langsam mal rum für diese Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt bei diesem Projekt hier, dann ist das auch fertiggestellt. Ja, dann noch einen schönen Tag und bis dahin. Ciao!